Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Tomb Raider. Wir haben ja gerade eben erfolgreich den Hebel-Schalter umgelegt. Und jetzt sehen wir, dass hier alles ein wenig seltsam ist. Wir sind nämlich gerade zurückgetrieben worden. Muss ich jetzt hier den Weg komplett zurück? Werden wir ja gleich sehen. Ich tippe mal, hier bringt mir das Ganze nichts. Weil hier haben wir nämlich angefangen. Da kommen wir nicht weiter. Also wieder zurück. Aber was hat uns das jetzt gebracht, dass wir da den Hebel umgelegt haben? So gesehen ja eigentlich gar nichts. Hier ist auch nichts besonders Spannendes, was uns irgendwie anderweitig jetzt noch weiterhelfen würde. Außer eben, dass jetzt hier alles ja, voller Wasser ist. Aber hui. Sieht brutaler aus, als es in Wirklichkeit ist. Aber das bringt uns alles nichts. Versuchen wir nochmal da lang zu schwimmen. Vielleicht hilft uns das ja. Nicht hier, sondern natürlich da oben. Und da oben, ja gut, da bringt gar nichts. Ist ganz unnötig. So. Ich denke, jetzt kann ich auch nicht mehr da lang schwimmen. Wobei, da war doch nichts. Ne, da ging's. Runter. Hier bringt das jetzt auch nicht wirklich etwas. Und hier? Ja, hier kann ich ja auch nur den Hebel wieder ziehen. Was so gesehen ja auch nicht wirklich was bringt. Außer dass jetzt eben weniger Wasser hier ist. Und wir jetzt mit Turbospeed hier lang schwimmen. Wusch. Sehr langer Tunnel. Nun denn, ja. Bringt ja nicht wirklich was, deswegen. Springen wir mal wieder hier hoch. Ich meine, da waren wir zwar gerade schon und haben den Hebel gerade eben umgelegt. Oh. Aber vielleicht haben wir ja irgendwo irgendwas verpasst. Da ist dunkel, da ist nichts. Und warum bin ich jetzt hier lang gesprungen? Hat ja wunderbar geklappt. So, nicht, so, nicht, so, nicht, so, so. Sehr schön. Okay. Ja, doch, den Sprung könnte Lara schaffen. Schafft sie sogar. Jetzt müssen wir gucken, dass Lara zur rechten Zeit springt. Vielleicht sollte ich mich dann doch mal hier reinfallen lassen, weil so gesehen schaden kann es ja nicht, ne?
Habe ich ja gerade eben schon gemacht. Beziehungsweise da unten die ganzen Sachen rausgeholt. Naja, ob sich da wirklich was dran ändert, werden wir dann gleich sehen, wenn ich jetzt den Hebel hier umlege. Wobei, der ist ja eigentlich noch. Na. Nein, ich werde mich da nicht runterfallen lassen. Das ist mit Sicherheit nicht gesund. Stellt sich jetzt nur die Frage, ob das überhaupt richtig war, dass ich hier das Wasser schon wieder rausgelassen habe. Aber so habe ich jetzt ja keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu überprüfen. Oh. Okay, ich habe doch eine Möglichkeit. Ja. Ja, Neustart des Levels. Wir haben ja da oben gespeichert. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die Sachen da schon geholt habe, aber gut, das dürfte jetzt ja nicht das Problem sein. Da kann ich dann ja einfach. So, ja, das sieht doch mal ordentlich aus. Und wunderbar hat's halten können. Ziehen wir mal zur Sicherheit immer schön die Waffen. Nein, da unten die Waffen, die Sachen habe ich noch nicht. Jetzt sieht man sie auch sehr schön. Das heißt, ich werde da mal gleich reinspringen. Auch wenn das Krokodil da ist und mich ja, beißen könnte. Da gehe ich dann einfach mal volles Risiko. Vielleicht sieht man jetzt auch eine Videosequenz. Nein, man sieht nichts, man hört nichts. Schade. Lara sieht da unten natürlich nichts rumschwimmen. Das ist natürlich jetzt auch ja, doof. Ja, und natürlich genau in die Klauen des Krokodils. Ja, dann komm mal, du Viech. Ja, super. Und jetzt ist der Typ auch noch hinter mir. Ja, Lara. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist schon mal hin. Dann kann ich nämlich jetzt einfach ins Wasser. Ist dann doch vielleicht bedeutend angenehmer. Kann ich jetzt in Ruhe die Sachen hier einsammeln? So. Und ein Stückchen. Ja, aufnehmen. Hat es heute nicht so? So. Ja, immer noch nicht. Jetzt aber. Und hier auch noch das Item. Die Magnum-Munition. Somit hätten wir jetzt jegliche Munition, die das Spiel in diesem Level zumindest bis jetzt zu bieten hat. Ja, der Typi, der wird uns immer noch weiter verfolgen. Ja, genau. Ja, toll. Und ich gebe hier wieder ein Medkit. Ja, toll. Warum ist das hier so eine nervige Passage? Aber das ist so lukrativ da, die Munition. Okay, also. Gut. Ich glaube, ich bringe mich dann doch eben schnell um. Ist ja dann doch etwas schneller als jetzt hier nochmal. Ach, Lara. Gut, jetzt lohnt es sich wiederum nicht mehr. Noch einen Schritt wahrscheinlich. Nein, doch nicht. Klappt sofort. Sehr schön.
So. Dann probier ich mal was aus. Ein Schritt, zwei Schritte. Und einen nach vorne. Das müsste jetzt eigentlich passen. Tut's auch. Sehr gut. So habe ich nämlich nicht das Problem, dass irgendwie jetzt irgendwas auf die Idee kommen könnte. So von wegen, hey, da ist so viel Krimskrams. Perfekt. Gut. Ja, ich glaube trotzdem, dass ich jetzt den anderen Weg nehme. Wenn ich überhaupt jetzt da die Sachen mir gönne. Glück gehabt. So, warum auch immer jetzt hier Wasser ist. Bin ich ja ein bisschen doof. Dass der nervige Typ uns da die ganze Zeit verfolgt. So kann man nämlich nicht in Ruhe, ja, sich da alles angucken. Ist dann ein wenig nervig. Zack. Ja, gut. Ja, hat sich das dann auch wieder erledigt. Na. Dann hole ich jetzt mal erst die Munition. Ja, hoch. So. Ist dann, glaube ich, doch etwas gesünder. Und vielleicht auch effektiver. Und jetzt gehen wir hier lang. Und jetzt fallen wir wieder runter und sterben. Mein Gott, ne. Oh, sie hat rote Schnürsenkel. Ich weiß nicht, warum haben die die Idee gehabt? Wir müssen da noch einen einbauen, der den Weg blockiert und nicht tötbar ist. Geht doch. So ist auch ganz gut. Ich lasse mich da jetzt einfach nicht reinfallen. Mir ist die Munition jetzt erstmal egal. Ist zwar nice to have, aber mein Gott, werde es auch schon so irgendwie hinkriegen. Glaube ich, zumindest. So. Sehr schön. Zum x-ten Mal. Hebel ziehen. Und gegen die Wand laufen. Können wir uns ja mal wieder schön brav zurückhangeln. Und diesmal werde ich versuchen, nicht so sinnlos darunter zu fallen. Könnte natürlich auch ein Problem sein, dass ich da wirklich hin muss. Bezweifle ich aber. Dafür ist das schon zu offensichtlich. So, und jetzt vorsichtig runterfallen lassen. Das müsste Lara überleben. Ja, gerade eben zwar, aber überlebt. Gut, dann gucken wir jetzt mal. So, hier ist nix. Hier unter Wasser ist da vielleicht irgendwas. Ach toll, jetzt werden wir direkt zurückgesogen. Eieieie. Gut, ich bin so ein wenig ratlos. Weil es schon wieder nicht irgendwie so funktioniert, wie ich. Ja, genau, jetzt back dich da noch in dem.
Dings fest. Nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Wir sind genau da, wo wir angefangen haben. Von daher sage ich mal, bis später, der Pump.